Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elix. So, was haben wir denn hier, Sönes? Da unten ist noch was, da ist ein Vieh. Da ist ein Vieh. Wenn ich das Vieh erledige. Was war das denn? Oh, nee, 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 nee. Oh mein Gott. Könnte sich da bitte mal jemand anders drum kümmern? Dankeschön. Scheiße. Der ist ja noch echt böse. Die Waffe steckst du besser weg. Hab ich. Schon besser. Scheiße, der ist ja... Hier sind die Viecher ja noch echt stark. Dann gehe ich noch nicht erkunden. Wäre echt dumm. Okay, immer wieder falsch. Immer wieder so. Wo ist denn... Jagdverlust. Lennarts Bogen ist da. Och, hoffentlich bitte nicht bei diesem komischen Vieh, ne? Bei diesem großen da. Der ist direkt hier, ne? Und keine Sau greift den an. Ich laufe vor irgendwas vor. Ich laufe die ganze Zeit vor. Boah, der ist dahin. Wie komme ich denn dahin? Ich will nicht schon wieder verlieren. Okay. Einfach mal außen rum. Vielleicht, wenn ich den Bogen hole. Was ist das denn da unten? Was ist das? Es kommt. Was? Bitte? Was ist das? Wieso ist denn jetzt Ende? Also so tief war ja der Fall nun wirklich nicht, ne? Jagdverlust. So langsam steige ich durch. Dann wollen wir das nochmal machen. Was war das für ein Vieh? Oh mein Gott. Das war ja mächtig widerlich, ey. Was kann das nur gewesen sein? Irgendein... Ja, Zombies gibt's ja hier. Das sah jetzt auch nicht aus wie so ein Zombie, aber... Was war das, ey? Sah aus wie irgendein mutiertes Vieh. Da sind zwei Stück. Das kriege ich nicht tot. Wow. Okay, das mit den Bogen hat sich definitiv erledigt. Viel zu stark. Viel zu stark. Ich lerne gerade die Welt von Elix kennen. Dein Marker. So, da hinten ist einer, zu dem ich muss. Krass, ey. Da muss ich aber noch jede Menge hochsteigen. Das sind die Raptoren. Ich gehe kaputt, ey. Wie komme ich denn hier durch? Ich will auf jeden Fall den einen als Kampfgefährten haben. Dann habe ich schon mal die Hälfte gewonnen.
Aber wenn hier so Raptoren rumlaufen und ich nichts habe außer so einer, huchala, einer rostigen Axt, hoffentlich schwimmt hier nichts. Schönen guten Tag, ist hier jemand zu Hause? Wohnt hier jemand? Sieht nicht so aus. Was ist das denn für ein Vieh? Ach so, das ist ja so ein Ding ganz Vieh. Huchala. Hallo. Hallo. Mach doch was. Das Kampfsystem ist für den Arsch. Echt, ey. Aber ich hab's noch nicht verstanden. Na, geh weg von mir. Oh, ein Portal. Muss ich aktivieren? Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich bin total am Schwitzen, ey. Wer macht mich gerade hier? Oh, guck mal, hier war eine Straße. Alter, ist das Vieh groß. Ach, ich will doch einfach nur hier die... So, wir stecken die Waffe weg. Du bist mein Freund. Zu dir soll ich. Du hältst Hühner, du bist nett. Hey, du bist doch hoffentlich nicht hier, um dich am Weltenherz zu vergreifen. Oder wurdest du abgeurteilt, mit mir den Dienst zu verrichten? Nichts von beidem. Oh, dann nichts für ungut. Seit dem Erstarken der Alps halte ich lieber die Augen offen. Das Weltenherz in dieser Gegend untersteht also deinem Schutz. Das will ich meinen. Früher hätte ich es einfach verdorren lassen. Aber mittlerweile liegt mir viel daran, dass es wächst und gedeiht. Das Leben als Setzer des Hammerclans hat wohl seine Spuren hinterlassen. Erzähl mir mehr über die Setzer. Wir führen ein einfaches und bescheidenes Leben. Ruhm und Ehre, danach trachten nur die wenigsten von uns. Die Aufzucht der Setzlinge ist unsere Hauptaufgabe. Manche aber, so wie ich, kümmern sich um ein Weltenherz. Das ist im Grunde auch schon alles. Was für ein erbärmliches Leben? Warum das denn? Wie lange machst du das schon? Ein paar Jahre kommen da sicher schon zusammen. Und so richtig aufgegangen bin ich erst, als man mich hierher strafversetzt hat. Strafversetzt? Und dann machst du das gerne? Ja. Weißt du, wenn du jeden Tag denkst, dass alles eine Selbstverständlichkeit ist, merkst du nicht, was andere für Opfer bringen. Was die meisten als Strafe empfinden, sehe ich als Chance. Das Weltenherz und ich sind unzertrennbar geworden. Mein Clan kann mit Stolz auf meine Arbeit blicken. Wie steht es um die Sicherheit des Weltenherzes? Von den Alps geht für den Moment keine Bedrohung aus. Auch wenn das sicher nicht auf alle zutrifft, meiden die meisten von ihnen diesen Ort. Scheinbar bekommt ihnen die Macht unserer Herzen nicht. Wäre gut, wenn die Viecher das genauso sehen würden. Aber klagen kann ich eigentlich nicht. Dann kann ich Ragnar sagen, dass er mich umsonst geschickt hat. Du kommst von Ragnar? Ach, wenn das so ist. Wenn du dich wirklich nützlich machen willst, dann gibt es was zu tun. Es ist auch ganz einfach. Zwar nicht so spannend wie eine Unholdjagd, aber Arbeit ist Arbeit. Wir kriegen hier seit einiger Zeit nämlich nichts mehr zu beißen. Und nur mit gutem Willen stehen wir die Arbeit am Weltenherz nicht durch. Was weiß ein Setzer wie du schon darüber, was einem Alp bekommt und was nicht? Ich besorge dir was zu essen. Woher bekommt ihr eure Rationen? Welchen Sinn hat es, hier ein Weltenherz anzupflanzen? Okay, machen wir erstmal so. Woher bekommt ihr? Woher bekommt ihr eure Ration? Für gewöhnlich direkt aus Goliath. Manchmal bringen auch ein paar Jäger was vorbei. Aber darauf kannst du dich nicht verlassen. Warum sind die Lieferungen in Stocken gekommen? Seit unsere Leute die Setzlinge in die Welt hinaustragen, um neue Weltenherzen heranzuzüchten, wird der Proviant neu verteilt. Wir bilden da leider das Ende der Nahrungskette. Welchen Sinn hat es, hier ein Weltenherz anzupflanzen? Du verstehst nicht viel von Pflanzen, habe ich recht? Nicht wirklich. Dann erkläre ich es dir. Es kann ja nicht schaden. Also, aus einem Setzling erwächst nicht unbedingt ein Weltenherz. Ehrlich gesagt ist das nur bei den wenigsten der Fall. Aber nur Weltenherzen können die Erde wieder fruchtbar machen. Je mehr Setzlinge wir also züchten, umso höher ist die Chance auf ein Exemplar, das zum Weltenherz taugt.
Und so ein Exemplar siehst du hier vor dir. Ihm haben wir zu verdanken, dass die Gegend wieder blüht und gedeiht. Verstanden. So schwer war es ja auch nicht. Ich besorge dir was zu essen. Wirklich? Da könnte einiges an Laufarbeit auf dich zukommen. Du müsstest zurück nach Goliath und Cinda überreden, dir etwas mitzugeben. Sie ist verantwortlich für die wahren Ein- und Ausgänge. Nur überwacht sie alles wie ein Rudel Raptoren ihre Jungen. Ja. Kein Problem. Ja, das sagst du jetzt. Aber versuch erst einmal, sie zu überzeugen. Sie ist so stur, an ihr würde sich sogar der Pilger die Zähne ausbeißen. Du könntest natürlich auch einfach etwas Setzerbrot sammeln. Hab ich. Das Zeug wächst überall. 4 Dutzend sollten reichen. 4 Dutzend? Ja, die Arbeit macht hungrig. Aber weißt du was? Machen wir eine runde Summe daraus. Bring mir einfach 50 Stück. Dann kannst du dir den Weg nach Goliath sparen. Da gehe ich lieber nach Goliath. Ich habe Proviant für dich. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Zeig her. Ido, das schimmlige Brot übergeben. Nein. Nein, das mache ich nicht. Was weißt du über den Mord an Askor? Nicht sehr viel. Ich bin die meiste Zeit hier draußen. Das heißt, du warst auch zur Tatzeit hier? Ich war schon seit Monaten nicht mehr in der Stadt. Wann ist der Mord denn genau passiert? Vor 3 Monaten. Kann sein, dass ich... Um ehrlich zu sein, weiß ich es gar nicht mehr. Wie gut kanntest du Askor? Eigentlich gar nicht. Wir Setzer hier draußen haben mit den anderen nicht viel zu tun. Weißt du, wo sie Askors Leiche gefunden haben? Irgendwo im Wald, hörte ich, oder? Was hast du denn noch gehört? In der besagten Nacht soll einer der Setzlinge verschwunden sein. Die Aufzucht eines Setzlings war Bestandteil der Prüfung. Er war für uns hier draußen bestimmt. Er kam aber niemals bei uns an. Ich gehe davon aus, dass er gestohlen wurde oder sowas. Aber was da genau passiert ist, frag mich nicht. Du trägst ein Schwert. Klar, wie die meisten von uns. Ihr Setzer seid auf euch allein gestellt? Die meiste Zeit schon. Aber was will man machen? Die Krieger verteidigen oft lieber die Stadt, als uns Setzer hier draußen zu beschützen. Wäre schon toll, wenn sich die schweren Jungs hier mal öfter blicken lassen würden. Denn wenn nachts die Biester kommen, bleibt uns meist nur die Flucht. Du kannst der Mörder nicht sein. Interessant. Wie kommst du jetzt darauf? Du hast nicht die Körner für sowas. Du meinst? Du bist nicht stark genug, um einen gestandenen Berserker mit einem Schwert niederzustrecken. Da hast du wahrscheinlich recht. Ich kann ihm nicht das schimmlige Brot geben, das mache ich nicht. Wer nachgibt, verliert irgendwann alles. Eine Schande ist das. Okay, jetzt muss ich nur noch hier hin. Da gehe ich aber lieber nach... Oh Gott, da läuft ein Raptor rum. Wie komme ich denn an dem vorbei? Scheiße. Die Viecher sind hier aber auch wirklich zu stark hier gerade. Aber ich muss ja irgendwie durchkommen. Ich hoffe nur, dass hier nichts schwimmt, was mir wehtun kann. Nicht so wie in Far Cry Primal, dass da auf einmal so ein Krokodil rauskommt oder so. Ich achte auch die ganze Zeit drauf, ob hier nicht irgendwie was rumkreucht. Okay. Oh. Der könnte böse sein. Schade, dass man immer erst später sieht, ob die Viecher wie heißt das? Zu gefährlich für einen sind. Ich bin erschrocken. Ich dachte, da kommt was aus dem Wasser raus. Böse? Gut. Sieht sehr böse aus. Die haben irgendwie so Masken auf. Ich gehe da nicht hin.
Tada! Ist irgendwas gerade hier vorbeigeflogen? Ich traue den ganzen Sachen hier nicht. Nicht im geringsten. Oh mein Gott. Wow, wow. Oh mein Gott, ich bin erstmal in Sicherheit. Hat er gerade Freunde gerufen? Oh Gott, ich glaube, die Raptoren sind gerade aufmerksam geworden. Ich möchte mich bis jetzt noch nicht mit einem Vieh anlegen. Oh. Okay, hier schnell lang. Die Pflanzen hören sich voll... Oh, alles lila. Die Pflanzen hören sich voll komisch an, wenn man da drauf geht, als wenn... Weiß ich nicht, hör mal. Ganz komisch, ne? Okay, der ist hier unten. Oh Gott. Scheiße. Quickslot? Warum? Kommen die? Bin ich noch in Sicherheit? Ich weiß nicht. Oh, bitte komm hier nicht hoch, ey. Sind hier viele. Oh, scheiße, 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 scheiße. Der soll hier irgendwo unten sein, aber wo? Ich gehe wieder hier hin. Sicherster Ort gerade. Wo soll der denn sein? Da hinten irgendwo. Und unten. Boah, ist das... Wer ist er denn da? Wer ist das? Töten die den? Oder kriegt er die kaputt? Ich muss das beobachten. Oh mein Gott. Ich gehe den auf jeden Fall nicht zur Hilfe. Ist das... Das ist mein Mann! Dann wird er die auch besiegen. Dann werden die den nicht sterben lassen. Das ist ja ein wichtiger Charakter. Oder? Kannst du mal tot machen? Ihr macht doch mal tot da. Was ist denn los? Schlag doch auch mal zu, ey. Aha. Der ist tot. Im Ernst? Der ist tot. Nein, der steht wieder auf. Gott sei Dank. Guck mal, die Viecher bekämpfen sich sogar gegenseitig. Krasse Sache, ey. Der pennt hier mitten von Raptoren und alles, Bin gerade voll fasziniert. Ich fühle mich gerade total unter Druck gesetzt. Nichts zu tun? Was? Nee, ach so, hat jemand nach mir gefragt?
Warum gammelst du hier draußen herum? Ja. Naja, ich sag mal so, solange keiner nach mir ruft. Wenig ehrenhaft für einen Berserker. Hat dich Meister Thorald geschickt, oder was? Ehre, Gesetz, das ist was für Idealisten. Ich bin da eher ein Pragmatiker. Ist irgendwas Wichtiges? Denn wenn nicht, dann geh einfach wieder, okay? Du scheinst wohl ein ganz spezieller Freund von Meister Thorald zu sein. Nicht wirklich. Als er noch bei uns in unserer Stadt Goliath der große Boss war, hat er mich öfter zusammengefaltet. Wie auch immer, er ist jetzt auf Pilgerreise und ich habe hier draußen meine Ruhe. Was weißt du über die Pilgerreise von Thorald? Nicht viel. Es heißt, dass er sich mit der Umkehrung von Elex in Mana beschäftigt. Es sei wohl eine große Sache, die den Krieg und ganz Magalan verändern soll. Aber wirklich darüber sprechen mag keiner, weil es auch wirklich keiner so richtig versteht, was er tut. Wo genau ist der Pilger Thorald gerade? Das weiß keiner so genau. Er soll wohl auch geheim bleiben, vor allem vor den Alps. Ich meine, er experimentiert mit Mana und Elex herum. Wer weiß, was er dabei herausfindet. Vielleicht schafft er es ja dadurch, den Alps wenigstens ihrer magischen Kräfte zu rauben. Dann wären sie zwar immer noch sehr stark, aber eben nicht mehr so ganz. Ein Berserker namens Askor ist ermordet worden. Ja, ich weiß. Ich wusste irgendwie immer schon, dass es so weit kommen würde. Askors Ehrgeiz war noch größer als sein Leichtsinn. Er hätte auf mich hören sollen und hier draußen bleiben, anstatt zu versuchen, die große Karriere zu machen. Dann würde er sicher heute noch leben. Warum interessiert dich das eigentlich? Was hast du von der Sache mitbekommen? Nicht viel. Ich war hier draußen, als es passierte. Askor wurde ja in Goliath getötet und dann irgendwie in den Wald verschleppt. Aha. Woher weißt du das? Jeder weiß das. Der Mord geschah in der Nähe der Kriegerhütte, direkt in der Stadt. Nein. Es gab sogar eine Blutspur, die aus der Stadt in den Wald führte, wie sie später herausstellte. Dafür, dass du so viele Fragen stellst, bist du nicht sonderlich gut informiert. Du kanntest Askor gut? Das will ich meinen. Er war mein Freund. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir beide schon alles zusammen durchgemacht haben. Kannst du gut mit dem Schwert umgehen? Für die Biester in der Gegend hier reicht's. Hast du die Leiche gesehen? Ich war früher schon öfter dort, wo sie Askor gefunden haben, aber seitdem... Also ich gehe da bestimmt nicht wieder hin. Höchstens noch in die Stadt. Ich war letzte Tage noch da, aber... Und wo gehst du hin, wenn du nicht hier bist? Ich gehe nirgendwo hin, wenn es nicht sein muss. Es ist so gefährlich hier draußen. Da ist es schwer zu entspannen. Und wo entspannt es sich so am besten? Nun, da gibt es einen Aufzug ins verbotene Tal. Da gibt es eine Stelle mit einem tollen Blick ins Tal. Da gehe ich manchmal hin und freue mich, dass es mir hier oben besser geht als den armen Teufeln da unten. Dafür, dass du wenig damit anstellst, bist du recht kräftig. Mag sein, aber es will immer gut überlegt sein, wofür man seine Kräfte aufspart. Und? Und was heißt das jetzt? Dass du ein fauler Sack bist. Aber Askors Tod scheint dich sehr zu treffen. Natürlich. Er war mein bester Freund, du Schwätzer. Ja, und darum glaube ich nicht, dass du ihn getötet hast. Du willst mich wohl verarschen? Natürlich nicht. Wer sowas behauptet, der kann mich mal. Dein Freund Askor. Was war er für ein Mann? Unsere Eltern waren Freunde. Wir wuchsen quasi wie Brüder auf. Askor war kein einfacher Kerl. Er war ein Mann des Gesetzes und ihm war die Anerkennung der anderen Krieger enorm wichtig. Mit seinen Erfolgen hat er sicherlich so manchen verärgert und eifersüchtig gemacht. Aber egal, vergiss einfach, was ich sagte. Vergessen? Eifersucht klingt für mich nach einem möglichen Motiv für den Mord. Eifersucht? Sehe ich so aus, als würde mich die Anerkennung der anderen Krieger interessieren? Leck mich doch. Ja, sieht ja wirklich nicht aus. Okay, was haben wir denn hier? Was ist das denn da hinten? Oh, ein... Wie heißt das? Wasserrad, ne?
Jetzt haben wir noch zwei Stück. Die sind da ganz hinten. Aber dann auch wieder direkt nebeneinander. Dann wollen wir da mal hin. Ah, Vieh. Wie gehe ich denn da am besten hin, ey? Ach, das ist schon tot. Na gut, mehr für mich. Irgendwas ist hier rot. Warum wird hier was rot gezeigt? Da sind ganz viele Feinde. Oh mein Gott. Oh. Ist das da unten Elex? Was ist das da unten? Was ist das da unten? Das ist ein Portal. Nee, doch nicht. Ah, da sind viele von diesen Viechern. Das sind echt zu viele. Ich habe noch keine Chance. Ob die das mit Absicht machen, einen hier so rauszuschicken, so halb so? Was sitzt denn da unten? Oh mein Gott. Oh Scheiße, es hat mich gesehen. Oh, da hinten läuft wieder so ein Vogel rum. Wow. Das was bringt? Ach so, jetzt kämpfen die da gegeneinander. Das ist sehr schön. Das gibt mir nämlich eine Chance abzuhauen. Okay, weiter geht's. Ich bin immer noch nicht sicher. Hier sind Ratten. Ich bin bereit. Okay, das ist keine Ratte, das ist irgendein anderes Vieh. Scheiße, das sind voll viele. Ich muss mal speichern. Eigentlich müsste ich einen Cut machen, aber ich will mich erst in Sicherheit bringen. Wieso sind denn hier so zwei so Dinger lila? Und schnell durchrennen. Ich dachte schnell. Müsste ja jetzt eigentlich nicht mehr weit sein. Oder? Oh, ja natürlich. Und direkt in den Wald hinein. Weil die Viecher ja hier noch Waffe ziehen. Warum? Ja, komm her. Boah. Puh.
Was ist das denn? Oh, die sieht ganz böse aus. Da gehe ich nicht dran. Ich habe das Vieh nicht gesehen, ey. Oh nein, da ist noch eins. Oh mein Gott. Ja gut, ich komme aber nicht drum rum. Wow, raus hier. Kämpft erstmal gegenseitig, gegeneinander, Leute. Wow. Okay, die kämpfen irgendwie nicht gegeneinander. Was ist denn jetzt los? Was ist passiert? Alps? Das sind Alps. Was ist mit meiner Tastatur los? Oh nein! Wow! Wow! Scheiße! Oh mein Gott, fuck, ey. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Ich muss um mein Leben rennen. Wo bin ich denn hier gelandet? Was ist hier los? Was ist hier drinne? Clanbot? Oh mein Gott. Oh Gott. Was ist das hier? Cleanbot. Was? Das sind Menschen. Oh. Hurra. Mich erschreckt gerade alles, ey. Ich weiß nicht, ich bin gerade ein bisschen... Schalter drücken. Ja, wo komme ich dann hin? Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt runter will. Ich will eigentlich nur hier raus. Die sind bestimmt mal da, oder? Ja, die stehen da. Scheiße. Das schaffe ich noch nicht. Ey, ich habe nicht mehr ansatzweise Kraft, um die zu schaffen. Ich denke mal, es ist auch total falsch, dass ich jetzt gerade diese Mission hier mache. Aber ich möchte den Duras als Weggefährten haben. Und dafür kämpfe ich jetzt. Was ist denn da unten? Hurala! Was ist das denn? Ich werde auch noch von Maschinen angegriffen. Ich werde von allem angegriffen hier. Lauf um dein Leben, ey. Lauf. Oh, die sind ja immer noch da. Jetzt nicht mehr.
Ich will jetzt bei dem nächsten Typen ankommen und da möchte ich dann abspeichern und einen Cut machen. Oh mein Gott, da sind schon wieder so viele Viecher. Wo bin ich hier? Was ist das für eine Kuppe da oben? Was ist das Rote, was da liegt? Oh Gott, was ist das hier alles, ey? Oh. Wo ist dieser blöde Pisser? Oh, jetzt gucke ich auf die Dinge, jetzt auf die Karte. Der müsste jetzt hier sein. So, der müsste hier irgendwo sein. Da. Huch. Du bist hoffentlich nicht gekommen, um hier Ärger zu machen, oder? Nö. Du bist hier der Wachposten? Ja, richtig. Ich bin Torgal, Wache des Weltenherzes hier. Und du wirst ihm keinen Schaden verursachen. Sonst gibt's was mit der groben Kelle, klar? Worauf sollte ich in dieser Gegend achten? Das weißt du besser als ich. Ich verlasse unseren Stützpunkt nur selten. Denn nur die Palisaden bieten halbwegs Schutz. Wenn du allerdings im Dickicht überrascht wirst, sieht es meist anders aus. Also sei vorsichtig. Verlass dich auf dein Gehör und schärf dein Auge. Dann passiert dir nichts. Wie ist die Lage? Na, sieh dich doch mal um. Dann kommst du vielleicht von alleine drauf. Ein Weltenherz zu bewachen ist keine einfache Aufgabe. Und jedes Mal, wenn es einen unserer Leute zerlegt, schnürt sich mir die Luft ab. Schließlich zählt jeder Mann. Euer Posten sieht unterbesetzt aus. Ragnar, unser Anführer, hat mir eine stattliche Eskorte zugeteilt. Einige von ihnen habe ich mit einem unserer Setzer zu einem Hof in der Nähe der Kuppelstadt geschickt. Dort sollten sie ein paar Vorräte für uns auftreiben. Dass sie noch nicht zurück sind, verheißt nichts Gutes. Zumal es nicht angehen kann, dass Rock, also dieser Setzer, mich hier hängen lässt. Ich verstehe nichts von der Pflege eines Weltenherzes. Das ist seine Aufgabe. Ich kläre die Sache mit deinem Setzer. Ich wäre ein Idiot, wenn ich das Angebot ablehnen würde. Sei aber vorsichtig. Es muss einen Grund geben, warum er nicht zurückgekehrt ist. Zur Erinnerung, unterhalb der Kuppelstadt findest du ein Gehöft. Dort solltest du nach ihm suchen. Der Berserker Askor ist tot. Was sagst du da? Tot? Das ist... Wie ist das geschehen? Er wurde ermordet. Verdammt. Ich wusste es. Er war einfach zu ehrgeizig. Zu ehrgeizig? Das musst du mir genauer erklären. Askor wollte immer schon, seit ich denken kann, Krieger werden. Vor 3 Monaten war es dann soweit. Seine große Prüfung. Warlord Ragnar hat ihn, Duras und ein paar weitere Kandidaten geprüft. Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber Askor hat es wohl offensichtlich nicht geschafft. Er hat sich nicht überanstrengt. Er wurde ermordet. Ja, eine Schande ist das. Askor war ein guter Mann. Du kanntest Askor gut? Offensichtlich. Ein aufgewecktes Bürschchen. Ich hätte ihn hier oben gut gebrauchen können. Wann hast du Askor das letzte Mal gesehen? Etwa vor 3 Monaten. Er sprach immer von seiner Kriegerprüfung. Er hatte sich wirklich gut vorbereitet. Wie lange bist du schon hier oben? Vor 3 Monaten war ich kurz in Goliath, um ein paar Dinge zu erledigen. Aber sonst bin ich hier im Hochland von Abessa.
Hier oben kriegt man frische Luft und, naja, die tiefen Wälder liegen mir irgendwie nicht. Warum nicht? Ach, ich weiß nicht. Es ist so beengend alles. Und nachts erst. Nein, nein. Ich gehöre ins Hochland hier oben. Du bist ein guter Nahkämpfer, schätze ich. Das will ich meinen. Vor meinem Schwert erzittern sogar die Alps. Du bist offenbar unschuldig. Wie war das? Du hast mich doch nicht etwa gerade ausgehorcht, oder? Doch, aber du kannst der Mörder nicht gewesen sein, da du offensichtlich große Angst vor tiefen Wäldern hast. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Askors Leiche wurde in einem solchen Wald kurz vor Goliath gefunden. So ein Dreckskerl. Man müsste dem Mörder mal so richtig... Ich arbeite dran. Gut so. Hoffentlich findest du das Schwein. So. Hier bin ich jetzt einigermaßen in Sicherheit. Sie haben 10 Punkte wieder Gerissenheit zu verteilen. Und da gehe ich natürlich auf Stärke. So, trink mir noch ein Tränkchen. Und verabschiede mich bei euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und bevor sich einer von euch beschwert, warum ich halt immer nur an den Tieren vorbeilaufe oder nicht so viel erkunde oder sonst irgendetwas, das kommt alles noch. Ich werde auch noch gegen die Viecher kämpfen und so, nur momentan bin ich einfach zu leicht ausgerüstet. Ich habe keine richtige Rüstung, ich bin nicht stark genug, ich habe keine gute Waffe. Den Kampfgefährten würde ich gerne erstmal haben und ich möchte erstmal hier diese Mission erstmal zu Ende machen. Dann kann ich alles andere dann nochmal später erkunden. Momentan ist mir das alles viel zu gefährlich, denn meistens brauche ich nur einen Schlag von den Viechern, die ja auch meist nicht alleine anzutreffen sind, und ich bin tot, und das macht keinen Spaß, wenn man alle 5 Sekunden stirbt. So. Dann bis zum nächsten Mal.